Hallo hier bei Kung Fu Fitness Lifestyle. Kampfkunstkommander Lee Funk ist online. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Herzlich willkommen hier in Little China Town bei der Kampfkunstkommune Kung Fu News. Wo ist Milky? Komm rein. Milky. Ja. So, Freunde. Ich wollte mit YouTube kurzer drehen. Habe ja einige Videos gedreht und jeden Tag ein Video. Und hier kommt mein Superstar Modi Milky. Hallo, Modi Milky. Wie immer pünktlich zur Sendung. Also ich habe halt schon gesagt, es gibt ja Leute, die in YouTube was leisten, es gibt halt Leute in YouTube, die nur kritisieren und Richter spielen, aber selber nicht mumhin was zu zeugen. Ja. Und in der WhatsApp-Gruppe, da haben wir intern was, ja, bin ich wieder dabei und dem mir auch Rückgrat und Kraft geben und wir haben da auch intern was klärt und ist wieder alles bestens. Bin wieder in der Gruppe dabei, finde ich cool, freut mich. Und der hat gesagt, komm, nimm doch die Team Nia nicht ernst. Der eine hat gesagt, ja, komm, sie ist cool, Timo. Der andere hat gesagt, wenn man mag, dann hast du kein Fachwisser hin. Ja. Ich habe ja auch von mir aus gemacht, da ist nur ein Fachwisser da, den, die Bierpläne noch nie einen Trainingsraum betreten, den noch nie Dojo gesehen. Ja. Den von der, die hier zwar gebildet, aber sind genauso wie die anderen Asylanten in der, dieser Republik. Ja. Die freut sich, wenn einer stolpert, scheitert, stürzt. Ja, explodiert mein WhatsApp gleich. Und ja, ist halt so. Das, was die Leute selber nicht kennen, ja, schwätzen sie bei anderen immer schlecht. Ja. Jeder, der vom Vollkontaktkampf Ahnung hat, sieht auch, dass der Kampf echt ist. Das muss, sollte man eigentlich auch, muss man auch nicht immer betonen. Und ja, und Tim Ninja, das sind einfach verwendete Rotzbibler, die einfach selber noch nie was in der Richtung gemacht haben. Du siehst denen ihr Gesicht nicht auf YouTube. Gar nichts. Ja. Wenn ihr die im Ring hättet, ich die zwei, die hätten einfach den Rotzbibler mal die Ohren langziehen und den Arsch vor Sohle, den mal die Hammelbeine langziehen. Ja. Aber die versucht einfach, selber bringt man nichts auf Treue, die versucht einfach durch meinen Namen groß zu werden. Ja. 30 Abonnenten auf der Seite, 1000. 152 Kampfkunst Kung Fu Fitness Lifestyle Family Mitglied auf meiner Seite, Kampfkunst Family auf meiner Seite, ja. Und ich habe nichts dagegen, wenn einer einen kleinen Kanal hat. Ich denke mich gern mit alle Kanäle zusammenarbeiten, ob er 2 Abonnenten hat oder 300 Abonnenten oder 4 Millionen. Wenn die Person angenehm ist, schaffe ich mit dem gern zusammen. Aber man merkt halt vom Team Linia, ist weder ein Fachwissen am Start, weder ist der Leistung am Start, ja, da werden nur andere beurteilt und selber nichts. Ja. Und da gibt es ja viele, so, das ist einfach Bildzeitungsleserniveau und das ist auch von mir auch kein Kommentar mehr wert. Ja. Ich war auch weiter Leistung in YouTube bringen und bin eigentlich auf die ja, Bierplanet. Anderes Thema, WhatsApp News hat mir einen Brief geschickt, bin ich sehr gerührt und freue mich, der mir Springseil, haben sie mir dazu geschickt, jetzt habe ich 2 Springseil, wenn ich die richtige Partnerin finde, dann können wir zu zweit springen, ja. Dann so eine Lobeshymne an mich, ja, liebe Redaktion von WhatsApp, Studeno, sie bin richtig gerührt, Marketing Management und Fanbetreuung. Sehr geehrter Herr Halli Funk Timo, hochgespannt öffnen wir bei unseren Recherchen für diese neueste Nachricht unserer YouTube. Dort stoßen wir bei gängigen Suchbegriffen rund um das Thema Kampfkunst, Kampfsport, Bodybuilding, asiatische Kampfkunst, Philosophie immer wieder auf den Namen Li Funk Timo.
Von modernen Show-Wrestling über reale Wettkämpfe bis hin zur Ausbildung im traditionellen Chung können wir uns ein Bild machen, was sie alles bereits geleistet haben. Ja? Betone, dass im klassischen Wing Chun ein Rebel One viel gewandter noch ist, weil er noch echt etwas mehr Erfahrung hat. Kommt jetzt von mir, das habe ich jetzt gesagt, stört nicht drin. Sie selbst betonen auch immer, was sie alles noch leisten wollen und dass sie ihre Fan-Community auch etwas zurückgeben möchten. Natürlich, die Leute auf meiner Seite sind, die kriegen da was zurück. Und bin eigentlich ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Ja. Bis auf Kasper Kapo, der möchte auch nicht mehr sehr, wenn er unter anderer Seite so schlecht immer schreibt, muss ich sagen, so der Leute sortiere dann aus. Weil ich kann nicht brauchen, wenn mir jemand schön ins Gesicht tut und dann im Hintergrund mich verkauft. Weil der Kasper Kapo ist in meinen Augen äußerst dreister. Aus der Szene, wo ich komme, bin, habe ich noch andere Worte dafür. Ich würde dem Kameradenschweine sagen. So. Und jetzt lese ich weiter. Uns ist bekannt, dass dies ein harter und steiniger Weg ist. Aus diesem Grund möchten wir von WhatsApp News Today Sie auf dem Weg unterstützen und Ihnen ein umfangreiches Sponsoring-Paket anbieten. Und erster Schritt ist, in das beiliegende Sprungseil der Marke Hamburger zu senden, damit sehen Sie noch schneller Ihre Runden, um noch effizienter Ihre Kondition zu pushen, dass ein Pferdelunge nichts dagegen ist. Wir werden schon von bekannten YouTube-Größen wie Flying Uwe und auch David Rass nach Sponsoring gefragt. Verstanden jetzt nicht ganz. Flying Uwe kenne ich, aber David Rass kenne ich nicht. Er wird halt so ein drittklassiger YouTuber sein, dieser David Rass. Ja. Sehen aber bei Ihnen ein größeres Mehrwert, sehe ich also. Lesen Sie bitte unseren Brief in einem Video Ihrer Community vor, denn jedes wissen, dass wir diese würdige Partnerschaft mit Ihnen eingehen möchten. Sie können das schreiben, ja, in Ehren halten, das mache ich ja da hinten. Ja. Danke, liebe Freunde. Danke, Timo, lieber Thomas Lorenz. Danke, liebe Freunde. Danke, lieber Rebel One. Danke, lieber Markus, Christian H., Handkantepauchen, Don Ameise, Manne. Danke, liebe Freunde, ja. Und ich möchte noch euch zum Schluss sagen, ich kenne niemanden, der ausgiebig reale Wettkämpfe so in YouTube bringt wie mir und auch den Mut hat, das weiterzumachen. Ja? Und auch den Mut hat, Leute, die unsere Leistung hätret, deftig die Meinung zu sagen. Und sie haben fortzuführen. Ja. Wie schon gesagt, ich war mal Türsteher in einer nationalen Partei. Ja. Und gerade so die Bürschler wie Tim Ninja, ja, wenn ich die im Ring hätte, dann hätte es ausgegangen wie der Wettkampf mit mir und Dennis Johnson 1996, ja, den ich denen einfach den Arsch aufreiße. Ja. Wenn ich jetzt so sympathisch finde, ist der Common Jim, ich finde ihn lustig, hat einen guten Muskulatur, muss ich sagen. Ich finde ihn sympathisch, einfach lustig. Den hätte ich mal gern persönlich kennenlernen und ich will trotzdem weitermachen mit realen Wettkämpfen. Ja. Egal was die Nichtskönner auf der Seite sagen, ich habe auch sehr viele Befürworter und es gibt immer noch bessere wie mich, das gebe ich zu. Und bin auch ehrlich und real und wird auch mich von niemand den Weg blockieren lassen. Ja? Und an Team Ninja, wir sind einfach eine Lachnummer. Ja?
Und ich freue mich, dass der Rainer Lenz wieder dabei ist am Start. Freue mich auf seine Videos, der macht ja auch ganz gute Kampfkunst und so. Der hat sich von so der Hater wie Team Ninja auch schon Probleme mit denen gehabt. Und auch der Rainer sieht es genauso wie ich. Also denke mal. Also liebe Freunde, ich wünsche euch was. Zeit ziehen!